Also es ist wirklich geisteskrank heiß. Oh mein Gott, guck mal, es ist komplett kalt hier geworden. Halt's Maul, wie krass. Hör auf! Max. Mann! Don Balbano! Willkommen zu einem wunderbaren Community-Projekt. Wir haben heute was ganz Wildes geplant. Und zwar wissen ja viele von euch, Leute, es gibt ja Wetter in Minecraft. Ja, es gibt Regen, es gibt Schnee, es gibt Sonnenschein, es gibt Gewitter. Das war's, glaube ich, an der Stelle schon. Mehr haben wir nicht, ja? Wir haben uns aber überlegt, boah, Leute, ganz ehrlich, wenn es ja schneit, dann müsste es ja eigentlich so sein, dass es auch kalt ist in Minecraft. Es gibt kalte Biome, es gibt warme Biome. Was es aber nicht gibt, meine Freunde, ist eine ganz, ganz entscheidende Sache. Und zwar eine Temperatur. Eine Temperatur, die man quasi merkt, wenn man das Spiel spielt. Und da hatte der gute Jatzerotz von Team Bambus erstmal ein riesiges Shoutout an euch, die ein riesiges Dokument fertig gemacht haben mit Community-Event-Ideen. Folgenden Plan. Was wäre, wenn man sich tatsächlich gegen die Kälte oder gegen die Hitze schützen muss? Und der liebe Tobi und der liebe Shortbite Leon haben das Ganze hier ein bisschen ausgearbeitet. Und die beiden können jetzt mal ganz kurz erklären, was uns hier heute erwartet. Willkommen an der Stelle. Kuss. Also, es ist eine normale Survival-Welt, wird normal Survival gespielt, außer halt die Umstände, dass erstmal jeder Spieler eine Actionbar über der Hotbar hat, wo angezeigt wird, wie die eigene Temperatur ist. Also, ob einem viel zu kalt ist oder zu warm ist. Okay. Man sollte sich immer in dem hellblauen bis zum gelben Bereich bewegen. Alles drüber bekommt man Schadeneffekte und wird halt eingeschränkt. Dementsprechend gibt es noch ein paar Sachen, die einem natürlich auch helfen, da ein bisschen gegen anzuarbeiten. Zum Beispiel das Lagerfeuer gibt einem Wärme. Wenn Spieler jetzt eine Fackel in der Hand halten, wird einem auch ein bisschen wärmer, genauso wie Lederrüstung. Sobald aber die Sachen in metallische Gegenstände werden, also Eisen, Gold, Dia und kühlt so. Kühlt es einen am Tag? Je nachdem, was für ein Level. Kühlt es einen am Tag und hält eine Nacht länger warm. Okay, das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt starten und ich würde gerne bei Nacht starten, weil ich will direkt sehen, wie Leute erfrieren. Wenn man im Wasser steht, kühlt man auch runter und wenn man Wasserflaschen trinkt, auch. Okay, das heißt, ihr müsst auf jeden Fall gucken, dass ihr nicht überhitzt und nicht erkältet. Erfriert ist das Wort, ich Idiot. 100 Leute sind drauf, das ging mal wieder schleppend langsam, Alter. Schaut doch mal meine Community. Ich würde sagen, wir fangen an und zwar starten wir in der Nacht. Ich möchte sehen, wie Leute in der Nacht erfrieren, Alter. Dann startet jetzt heiß versus kalt. Wer nicht f***t, der wird nicht alt. Wir sind jetzt quasi alle hier erstmal auf der ganz normalen Survival-Map. Oh, guck mal, wie soll das schön alle Schaden hier bekommen? Oh, Alter, die kriegen alle Schaden, weil die... Ihr müsst ins Wasser gehen, ihr müsst ins Wasser gehen. Ins Wasser gehen oder euch unter Bäume stellen oder in den Boden eingraben. Oder euch gegenseitig im Wasser schlagen. Guck mal, die Leute, die im Wasser sind, kriegen keinen Schaden, außer die, die sich halt schlagen. Ihr müsst ins Wasser gehen, sonst ist es zu heiß. Ich möchte auch mal ganz kurz diese Leiste sehen, ja? Oh, ich sehe es, okay. Okay, Leute, also wo kann ich genau sehen, wo mein Parameter sitzt? Ach, da, bei dem grünen. Der weiße Cursor. Also da, wo der weiße Punkt ist, okay, da ist ihr seht hier, Leute, also hier nochmal ganz kurz zum Verständnis. Ihr seht es jetzt hier quasi. Also wenn, es ist gerade Tag und es ist halt unfassbar heiß. Also es ist wirklich geisteskrank heiß. Das heißt, sobald ich jetzt quasi gleich im roten Bereich bin, kriege ich Schaden. Und ich verbrenne quasi. Genau, ihr seht es hier so, mir wird schwindelig so. Mir wird schwindelig, ich habe jetzt quasi diesen Blindness-Effekt und sowas, Slowness und so. Nausea und alles. Und ich verrecke jetzt halt einfach quasi, weil es halt einfach bis zu heiß ist. Bis auf ein halbes Herz. Und ihr seht jetzt hier, die Leiste kühlt sich gerade runter, Leute. Es kühlt sich gerade runter, dieses weiße Ding. Und damit bin ich quasi wieder relativ safe. Aber, wenn ich jetzt die ganze Zeit unter Wasser bleibe, wird mir wieder zu kalt. Das heißt, Leute, es könnte sein, dass ich jetzt unter Wasser natürlich auch nochmal Schaden bekomme. Das seht ihr jetzt hier. Mir ist zu kalt und ich verrecke gerade, weil mir halt einfach zu kalt ist. Ja, Bro, jetzt töte mich irgendein Random. Ja, komm, schlag mich, Alter, du wirst gebannt. Big Mac, 3 Monate für den. Das heißt, ihr seht es ja hier, hier sind überall halt Leute und die kriegen, wie gesagt, gerade bei Tag Schaden durch Hitze. Der Typ hat es auf jeden Fall ganz clever gemacht. Tobi, der hat schon mal seine Klamotten ausgezogen. Der David hier, der ist komplett butt naked, Alter, hat auch ein Gesicht am Bauch. Ich weiß nicht, was mit David nicht stimmt. Also tagsüber ist es ja eigentlich echt easy handelbar. Weißt du, was ich meine? So tagsüber, du musst ja nur ins Wasser reingehen mit einem Eimer oder so, ne, Tobi? Ja. Das geht ja eigentlich. Aber ich glaube halt, gerade bei Nacht wird es extrem insane. Und da wir tatsächlich bei Nacht nur mit einem Lagerfeuer countern können, ist ja wirklich die einzige Möglichkeit, sich jetzt hier noch ein Lagerfeuer zu beschaffen. Also, das heißt... Beziehungsweise Höhle ist auch noch, wenn du komplett abgeschottet bist von komplettem Tageslicht, also auch in der Nacht vom Tage... vom Licht, ja, ja. Dann wird es dir auch nicht so schnell kalt. Also wenn du tief in der Erde bist, hast du auch weniger Probleme. Aber die wird kalt. Die wird kalt, ja. Das ist so krass, Alter. Lass uns mal Folgendes versuchen. Ich weiß, dass die ein großer Leute gar nicht bereit ist, aber ich möchte einfach mal fürs Video machen. Time set 1200. Und die Nacht wird zum Tage und der Tage zieht von dann. Wird ein Sneffel es schaffen? Hat der bereits ein Lagerfeuer oder wird der elendig zugrunde gehen? Oh, damn, okay. Willkommen bei Tag und Alter, man sieht sogar das. Oh mein Gott, guck mal, ist komplett kalt hier geworden. Der Boden. Halt's Maul, wie krass. Okay, Digga, jetzt ab in die Höhle, ein Sneffel. Raus aus dem Wasser, Bro. Es ist überkalt. Es ist überkalt, Bro. Das ist ein Wüstenklimata hier. Bro. Meine Zähne knirschen, hörst du das?
Okay, ein Snaffle, ich kann dir helfen, Bro. Ich kann dir helfen, warte. Guck mal hier, ich kann ihn jetzt healen. Das Feuer hielt ihn jetzt quasi. Ach, Digga, was? Ich fühl's gerade so richtig, weil dem ist es so schön warm und so, weißt du? Du hast ihn umgebracht. Ihr habt ihn verbrannt, ne? Hier. Du hast ihn umgebracht, also Tobi, einer ist wieder verbrannt. Also es war der, Er hatte so viel Stuff. Der ist da reingelaufen, es tut mir so leid, Alter, ich schwöre es, Digga. Du bist da reingerannt, Mann, ich hab dir Feuer gemacht. Ihr müsst aufpassen, dass ihr keine Blasenentzündung bekommt, weil dann müsst ihr nämlich hier oben auf dem Berg zum Arzt gehen. Es gibt keinen Arzt, sollen wir keinen Arzt bauen für die Blasenentzündung? Okay, ein Snaffle. Bro, guck mal, wie langsam der ist, weil der friert. Der schon wieder, Digga, ein Snaffle! Der ist schon wieder in mein Lagerfeuer reingelaufen, Mann. Digga. Wenn ihr auf das Lagerfeuer drauf geht, bekommt ihr Schaden. Rafft ihr es, Mann. Oh, Bro, die erfrieren gerade alle, die Armen. Und der klaut das Lagerfeuer. Malaka, willst du mich verarschen oder was? Bleib in der Höhle. Du bleibst in der Höhle. Du bleibst in der Höhle. So. Wenn ihr das Lagerfeuer mit der Hand abbaut, geht es kaputt und ihr könnt es nicht mehr benutzen. Hallo? Habt ihr schon mal Minecraft gespielt? Benny! Ich zünd dich jetzt an, Benny. Ich schwör. Du bringst ja jeden gerade. Rafft ihr es, Mann. Hört auf, du Lagerfeuer! Ey, Digga, ihr seid alle so, ihr habt sich anders verdient. Verreckt einfach, verreckt. Es ist mir egal, ich kann da nichts für. Guck mal, der Ehrenbruder hier, die beiden haben es gerafft. Classic, Jacob und Droid, die stehen bei dem Feuer, farmen sich hoch und bauen sich selber was auf. So schwer ist das ja nicht, Digga. Digga. Also, Leute, das Ding wird wieder so laufen. Wir lassen das einmal eine komplette Nacht durchlaufen und checken dann morgen auf jeden Fall nochmal rein, wie das aussieht. Aber es ist auf jeden Fall schon mal echt interessant zu sehen, wie hier die einzelnen Gachbös und Gachbarinis durcheinander freezen und wieso schlagt euch gesagt. Don Balbano, du musst von dem Lager. Warum ist der immer gewidestet, Tobi? Das war random. Die bauen das Lagerfeuer hier. Don Balbano! Du dummes. Digga, weißt du was? Don Balbano ist wirklich einfach. Ist einfach ein asozialer, Digga. Digga, ist bei jedem Kombi mit dabei und macht einfach Müll. So, weißt du, was jetzt passieren wird? So. Digga, so richtig ehrlos. Es wird nicht mehr mit irgendwas anderem gekriegt. Doch, wird es. Weißt du nicht, okay? Ich gucke einfach weg. Willkommen im Stand-Off. Soll ich ihn? Ah, jetzt. Oh, frierst du etwa Don Balbano? Mach ein Fenster rein, ja. So. Er friert. Ja, wie er mit Kopf schüttelt. Warte, dem ist voll heiß, oder? Der ist voll kalt, warte. So geht's ihm besser. Glaub auch. Glaubst du, er Lava noch? Ist ja auch OP, ein Lava-Eimer eigentlich, ne? Ja, ja. Bro, es wäre eigentlich noch so geil, wenn sich so Eis nachts über die Map ausbreiten würde. Weißt du, was tagsüber schmilzt, zu Wasser wird. Aber ihr seht, Leute, es gibt keine Grenzen. Wir können ja auch zum Beispiel mal einen Tsunami kommen lassen oder sowas, ne? Ja. Eine riesige Wasserwand oder so. Einfach so eine Stadt, wo so ein Tsunami durchfließt und wer Wasser berührt, ist tot. Alter, weil das ist Häusern Wasser. So, ja. Die müssen sich in den Häusern so verstecken. Ist so eine zerstörte Stadt. Da stehe ich oben auf der Welle drauf und surfe mit meiner blonden Langhaarfrisur. Du hast weder blonde Haare noch lange. Du hast weder blonde Haare noch eine Langhaarfrisur, Tobi. Mit Badehose, Hawaii. Bro, guck mal, wie clever die das hier machen. Die haben es gerafft. Okay, es wird Tag, Leute. Ich sag mal so, ich gebe euch ein paar Eiswürfel, denn es wird iced out. Tut mir leid. Also am effektivsten sind Wasserflaschen craften. Ja, man, soft water bottles. Trink mehr Wasser. Wie ist das, wenn man sich jetzt am Tag neben einer Lavaquelle steht? Dann verbrennt man doch instant, oder? Also zum Beispiel das Lagerfeuer, Fackeln oder sogar Lava erhitzt dich. Auch über Tag nochmal zusätzlich. Okay. Also wenn du zu nah an so einem Block dran bist, dann wird dir auch über Tag noch viel zu heiß. Okay, das ist echt interessant. Dann schauen wir doch mal, wie das Don Balbano jetzt hier geht. So, eigentlich müsste der jetzt am Tag... Wieso ist der schon direkt gestorben? Dieser dumme Idiot, Mann. Guck mal, normalerweise müsste der doch jetzt hier eigentlich überleben. Hä? Was macht der? Teleportiert er sich weg? Nein, nein, der kriegt Schaden oder so, oder? Nee. Hä? Doch, der teleportiert sich weg. Digga, cheatet der? Nee, machst also du den Spawn einfach. Das muss ich bannen. Dämlich, ja. Mein Gott. Nee, ihm ist jetzt sogar schon zu heiß hier oben. Ach ja, der ist jetzt schon zu heiß, weil Lava da ist. Oh, und jetzt verbrennt der einfach, Digga. Geil, Alter. Jetzt ist er im Wasser drin. Okay, ab wie viel ist das nicht mehr aus... Oh nein, Don Balbano! Oh. Wir wollen unser Testobjekt zurück. Nein, Don Balbano! Digga, ein Autist. Mann, dieser Junge. Bastard, Alter. Wer steckt hinter diesem Gesicht? Will man es wissen? Sei mal ganz ehrlich. Ich bin nicht, also ich, nee. Pass auf, jetzt würde ich testen, Tobi, ab wann wird Don Balbano alive geröstet? Obwohl er im Wasser steht. Hör auf, es abzubauen! Mann! Digga, du hast ihn umgebracht. Don Balbano, ist die gerade heiß oder kalt? Schreib in den Chat, ist die gerade heiß oder kalt? Ich bin blind. Don Balbano, ist dir gerade heiß oder kalt? Jetzt ist ihm, glaube ich, so mittel und jetzt wird es ihm gleich heiß vielleicht. Jetzt wird es ihm gleich heiß. Was sagst du, wie ist das Light-Level hier? Ja, wenn er neben einem Dings steht, ist er auf Maximum. Aber da er im Wasser ist, wird er nicht verbrennen, ne? Aber ich habe eine Idee.
Also Wasser haut um 0,5 runter. Also er dürfte da sogar relativ... Ah ne, wir sind in der Nacht. Das sind so voll viele Komponenten, die man mit einrechnen muss, ne? Mhm. Tobi, ich hab eine Idee. Wir kochen das Wasser von unten. Geht das? Wir kochen das Wasser. Okay, Donbalbano, wie geht's dir gerade? Passiert dir gerade irgendwas? Okay, jetzt nehmen wir das Wasser mal weg. Hier, Donbalbano. Der hat die Lava weggemacht mit dem Eisblock. Du dämlicher Wichser, hör... Mann, du dummes Wichser, wir machen hier gerade Experimente, hör auf damit! Hör auf! Ich hab nicht auf, Max. Donbalbano! Er hat keine mehr, okay. Jetzt hat er keine mehr. Der hat seine Flaschen da reingeworfen. Okay, Bro, warte, bis dir zu heiß ist. Trink die Flaschen erst, wenn dir heiß ist, okay? Ich möchte es austesten. Er ist so dumm. Der hat die Flaschen weggeworfen. Er hat alle, ja. Er hat eine volle Flasche einfach weggeworfen. Mann. Oh Mann, er brennt. Was hat der gemacht? Tobi, scheiß drauf. Digga, mit Donbalbano kannst du einfach nichts machen. Digga, man kann das vergessen können. Dann wäre ihm noch wärmer geworden. Bro, lol. Man kann mit dem nicht arbeiten. Okay, Revi, komm bei uns. Hier ist die Hut. Okay, Classic Jacob. Oh, Bro, what the fuck? Lol. Tobi, hier ist so ein Inzuchthaus. Wir haben ein Lagerfeuer und hier unten in der Höhle verreckt jemand. Solid. Hier boomst sich jeder gegenseitig. Kühlschrank. Die müssen sich irgendwie fortpflanzen, aber die kennen sich alle. Das sind alles Brüder. Hast du gerade Kühlschrank gesagt? Ja. Es ist Nacht, die brauchen keinen Kühlschrank. Ich baue dir ein Eishaus, damit die verrecken. Ihr braucht einen Kühlschrank. Eishaus. Ey, das ist voll spannend, Alter. Ich bin mal okay, passt mal auf. Also ihr wisst ja, Leute, wie normalerweise die Entwicklung ist bei so einem Community-Event. Wie normalerweise jetzt schon überall Häuser stehen würden und so, ne? Und wie jeder jetzt schon eine Base oder sowas hätte. Aber abgesehen von unserem Bedrock-Ding und da vorne diese ein Skyblock-Insel, hat hier wirklich noch niemand etwas gebaut, weil das mit dem heiß und kalt so krank aufhält, Leute. Echt wild, Mann, oder Tobi? Ich bin mal gespannt, wenn das jetzt länger läuft, ob es da so Häuser gibt oder so Tunnel, wo die durchlaufen, wenn es kalt wird oder so, weißt mit du? Mit so ganz vielen Lagerfeuern drin, ne? Ja, ja, genau. Was die halt machen so. Da bin ich jetzt gespannt, wie das dann später oder morgen aussieht. Ich habe gerade 500 Kühe gespawnt auf Spawn. Geil, Mann. War das eine gute Idee? Außerdem bin ich gespannt, ob denen kalt wird. Aber, nee, weißt du, was ich meine? So, ob es Tunnel gibt mit Lagerfeuern oder ja, safe. Ein Kältetunnel, ein Wärmetunnel gibt, wo und die so müssten ja alle, können. Guck mal, die müssten ja auch alle dann die ganze Zeit, müssten die eigentlich eine Lederrüstung haben und eine Stahl- oder Diamantrüstung. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil die Lederrüstung halt tatsächlich dann warm hält, ne? Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wir stellen jetzt also mal den normalen Circle her und gucken mal, wie sich das hier entwickelt, Leute. Also, ich glaube tatsächlich, dass das wirklich gut aufhält hier. Bro, die Sonne ist ein deadly Laser, Alter. Guck mal, dieser arme Typ hier. Der ist echt so, wenn die Sonne anscheint, du verbrennst. Ja, ist so. Der müsste jetzt eigentlich ein halbes Herz haben. Ja, hat er gehabt. Ich habe ihn umgebracht. Laut meinen Berechnungen müsste der hier ein halbes Herz haben. Ist richtig. Der ist mit dem Stock umgebracht. Es tut mir so leid, Leute. Nee, geh ins Wasser, Bro. Aua. Der ist sogar ein Feuerwehrmann und der verbrennt gerade. Wie iconic. Das Zeug von einem schweren Schicksal hier. Schau mal. Oh, er hatte alles. Digga, immer zu warm. Er hat nicht mit der Sonne gerechnet. Er ist einfach bei lebendigem Leib verbrannt. Weil, gut, ich meine, er stand halt neben Lagerfeuer. Während die Sonne mit 400 Grad Dezibel. Ja. Halt dein Maul. Also Leute, ich würde sagen, wir schauen auf jeden Fall morgen hier nochmal rein und gucken im morgigen Stream, beziehungsweise für die Leute, die das Video gerade sehen, im heutigen Stream nochmal, wie sich hier die Stadt entwickelt hat. Es ist echt interessant, wie die Dynamik vom Spiel hier geändert wird, weil es halt wirklich viel, viel langsamer alles abläuft. Das ist halt echt insane, Mann. Ja, du kannst halt nicht einfach nur noch Branddead spielen. Es ist quasi jetzt ein komplett... Oh, damn. Und die Biome haben sich hier wieder geändert. Das heißt, Leute, jetzt ist es richtig heiß. Ihr habt es gerade gesehen. Eben kaltes Biom, jetzt ist es hier tamam warm. Zieht eure Schlappen an, zieht die Shirts aus, es wird heiß. Okay. Normalerweise müsste man so mal so ein Event machen wie in der Wüste. Weißt du, was ich meine? Dass man halt 100 Leute in die Wüste steckt. Genau damit, nur dass die halt wirklich in der Wüste sind. Also eigentlich das gleiche, nur mit einer Wüstenmap. Halt's Maul, Tobi. Aber es ist ganz schön. Am Tag hier schwimmen richtig viele Leute umher. Das ist voll schön. Die schlagen sich gegenseitig im Wasser. What the f***, warum? Glaubst du, hier schafft es jemand eine richtig fette Base aufzubauen? So Team Bambus oder so, dass die das hinbekommen? Wie gesagt, ich bin gespannt, was die so für Strukturen alle bauen. Also wir haben hier vorne so ein kleines Mochhaus. Haben wir ja schon quasi. Rafft ihr es, Jungs? Ihr verreckt hier. Ach, ist doch nicht mein Problem. Die verstehen nicht, dass sie ins Wasser müssen, Alter. Oder Wasser trinken müssen. Ja. Also, wenn ich einer von euch wäre, ich würde mir mitnehmen einen Lava-Eimer und einen Wassereimer. Und damit würde ich versuchen, das Ganze auszuspielen. Ganz einfach. Man kann aber es aber auch schaffen, über Tag zu erfrieren, wenn man dauernd auf dem Wasser steht. Lol. Und Wasserflaschen trinken, dann kannst du es auch schaffen. Man kann sich totsaufen. Ja. Das will ich sehen. Donbalbano. Ich weiß, dass du gerade eh nichts Sinnvolles machst. Donbalbano hier. Hier, nimm die Wasserflasche, komm. Nimm die Wasserflaschen, trink die alle. Trink so lange Wasserflaschen, bis du verreckst. Ich will sehen, ob es funktioniert. Du bringst eh nichts hier zustande. Trink die doch einfach aus, du dämlicher Idiot, Mann. Bitte. Ja, Mann, er macht's. Geil, Alter, der säuft sich zu Tode, Tobi. Donbalbano stirbt endlich. La, oh, la, ja. La, la, la. Das ist auch ein... Das ist ein 14-Jähriger, den wir umbringen hier.
Digga, ist einfach runtergefallen und gestorben. Junge, what the fuck? Naja, hier liegt auf jeden Fall ein Schatz, Alter. Ihr könnt euch hier ein paar Wasserflaschen abholen, Alter. Digga. Könnt ihr einfach eine Regel einführen, dass der nicht mehr mitspielt, Digga? Okay, wir können einfach im Plugin das so machen. Oder du machst eine Kapsel hier oben immer bei jedem Event, da wo nur dann bei Bahn immer rein teleportiert wird. Also Leute, ich würde sagen, das ist doch mal ein ganz schöner Moment hier zu sagen, wir warten auf morgen ab. Was passiert? PvP machen wir auf keinen Fall aus, weil das ist nochmal dieser zusätzliche Chaos-Faktor, den wir unbedingt brauchen beim Community-Event. Ist ja nicht so, als wäre es jetzt schon chaotisch genug. Und dann schauen wir mal, wie es ist, wenn nach 24 Stunden Wärme- und Kältewechsel alles komplett am Rattre-Day. Leute, das war vom heutigen Video. Ich bin raus an der Stelle. Checkt auf jeden Fall den Stream heute Abend aus. Da sehen wir die Endfolge, die Spätfolge des Ganzen. Und ich freue mich an der Stelle auf euer Feedback zu diesem Projekt. Schaut auf jeden Fall gerne beim guten Leon aka Short vorbei. Sein Instagram-Handle und sein Twitch-Kanal sind in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst auf jeden Fall mal einen Sub da rumkommen bei ihm und ein Follow. Da könnt ihr nämlich gemeinsam damit einwirken, was in den nächsten Community-Events so geplant ist, Leute. So viel dazu. Tobi war auch mit dabei. Der ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst einen Daumen nach oben da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Tschüss. Tschüss.